Hallo, liebe Zuschauer. Heute wird gerast im nächsten Adventskalender-Türchen mit Buggy Boy. Ein Spiel, welches ich damals zwar ja doch ausgiebig gezockt habe, welches aber nie mein wirkliches Lieblingsspiel war. Welchen Track nehmen wir denn mal? Ich glaube, bleiben wir erstmal hier bei Offroad, ne? Der geht schön im Kreis. Ja, ich kann mich gut an die Musik erinnern. Ja. Du solltest erst einmal Gas geben, genau, nach vorne drücken und dann im richtigen Moment hochschalten. Und dabei hier die Fahnen einsammeln, oder so war das doch. War ich jetzt gut, dass ich hier. Kann ich nicht schneller fahren? Ich hatte in Erinnerung, dass ich schneller fahren kann. Ja, wir sollten natürlich auch nicht vor diese Steine fahren. Weiß ich nicht, was sich die Rennleitung dabei denkt, dass hier nicht das Safety Car rauskommt, aber nun gut. Nein, Buggy Boy ist auf jeden Fall ein Klassiker und auch eine sehr gute Konvertierung, die Version hier. Aber es kann auch sein, dass ich das damals einfach zu viel gezockt habe, nicht, dass ich mich daran satt gezockt habe. Aber kann man auf jeden Fall nichts verkehrt mitmachen, Buggy Boy. Ja, vorsichtig. Nicht ins Wasser, Wasser ist tödlich. Naja, gut, was ja auch Sinn macht, wenn man mit dem Auto ins Wasser fährt. Ja, dies. Blinkende Zeit-Time-Dingsbums-Dinger, die sollte ich auch sammeln. Die stehen aber auch immer so verflixt doof. Ende. Dann fahren wir mal in den Norden. Go, 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 go. Weiß gar nicht mehr, wann der richtige Zeitpunkt war, um hochzuschalten. 226 ist. Es kommt mir langsam vor. Es kommt mir langsam vor. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es nicht doch schneller ging. Na, wieder die Zeit verpasst. Na, vermutlich werde ich gleich sowieso irgendwie im Straßengraben landen. Oh, seid ihr denn des Wahnsinns hier? Jawohl. Genau, man kann jumpen. Ich kann mich wieder erinnern. Ja, doch, Buggy Boy ist schon in Ordnung. Yes! Wird die Zeit angehalten? Okay. Zweimal Time Bonus. Hier diese Kurve, die übers Wasser führt, die kann man übrigens geradeaus fahren. Im Prinzip, wenn man hier in der Mitte ist, braucht man gar nicht lenken. Also, man muss sich das so vorstellen: Der fährt schon generell erst einmal alleine die Strecke. Es geht im Großen und Ganzen darum, hier auszuweichen. Ja, vielleicht mal den Baum hier entfernen von der Strecke. Ja. Wenn wir einen Bonus bekommen oder so. Ja, wenn die Strecke zu Ende ist, hast du da auch keine Chance mehr auszuweichen. Weiter geht's. Keine Zeit verlieren. Ach, das ist immer fies. Mist. Sagt nix. Sagt nix. Ist natürlich der Nachteil, wenn man so über die Straße bumpt. Schade, ich nehme bis zum nächsten Punkt. Wie soll ich das schaffen? Gerade mal die Hälfte bis zum nächsten Checkpoint geschafft. Jetzt. Achso, Time over. Oh, ich darf mich eintragen. Yay. Juhu. Dann mache ich einfach mal ein Minus. Ich würde sagen, wir können uns noch eine Strecke angucken. Das machen wir auch. Fahren wir mal die östliche Route. Auch grafisch ist das vollkommen in Ordnung. Mit Gegnern, naja, die gab es ja auch noch. Ach, herrje. Werden so langsam wieder Erinnerungen wach. Ein C64. Mensch, waren das tolle Zeiten. Früher war alles besser. Ja. Hat er jetzt automatisch runtergeschaltet? Das hatte ich aber nicht den Austrag gegeben. Ja, Hilfe!
Ja, das würde der Nachteil, wenn man bammt. Derzeit ist man machtlos, kann man nicht steuern, kannst du vergessen. Ja, immer her mit den Punkten. Derzeit sowieso. Ich glaube aber, der Typ selbst, der da in dem Wagen rumfährt, in den anderen Buggy, der hat jetzt so keine Auswirkungen auf mich, oder? Den muss ich jetzt nicht irgendwie besiegen oder so. Geht ja einfach nur darum, die Zeit zu besiegen. Hilfe! Ja, wie soll ich denn da ausweichen? Da war die Strecke zu Ende. Aber die Strecke schon wieder zu Ende. Muss man aufpassen, kann ich hin? Ja, wollte den Fußball nochmal erwischen. Ich glaube, spielerisch null Sinn, aber bitte. Nein! Da hätte ich den Bumper unbedingt benutzen müssen, oder? Ja, woher soll man das wissen? Nach 30 Jahren. Nein! Mist! Ja, und schon wieder Time over. Time vorbei. Time up. Verdammt nochmal. Ich würde sagen, eine Strecke gucken wir uns mal an. West hatten wir, East hatten wir. Dann gehen wir nochmal in den hohen Norden. Vielleicht gibt es da ja Eis auf der Strecke oder so. Im Norden waren wir. Norden, Osten. Ja, dann gehen wir halt. Gehen wir in den Süden. Oh Gott, der letzte Streckenteil, der sieht ja schon fürchterlich aus. Das ist ja sogar der erste Streckenteil. Das ist kurvig hier. Aber natürlich, wie nicht anders zu erwarten, Palmen. Sommer, Sonne, Buggy Boy. Und das kurz vor Weihnachten. Hilfe. Also die Wand kann man durchaus ein bisschen hier hochfahren, ne? Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Ja, läuft. Zack. Der Profi-Buggy-Boy-Fahrer. Der jetzt sich halbtot fährt. Ja, klar. Aber das mit dem Time ist gut. Ich habe trotzdem nicht gesehen, was mir das gebracht hat. Oh, das wird aber knapp. Ich bräuchte noch irgendwie einen Time-Bonus oder sowas. Okay, da kam der Checkpunkt jetzt früher als erwartet. Haha, ist er ins Wasser gefahren. Wie dumm. Ausweichen, ausweichen. Nein, nicht in die Richtung. Ich drück nach rechts, er fährt nach links. Er macht auch, was er will. Glaubt da nicht, wer er ist. Volle Konzentration. Mist, Ball verpasst. Sehr gut. Haha, vor die Wand ist er geprescht. Auch Time up, kann doch nicht sein. Gas gegeben wie ein Bekloppten. Yay! Es geht weiter. Warum? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich diese Time-Dinger hatte. Habe ich da eigentlich nur Pech oder wenn diese Fahnen so am Blinken sind? Nein, ich hab's doch eingesammelt. Wenn die Fahnen blinken, gibt's dafür einen Bonus oder kann ich dafür einen Bonus kriegen? Ball. Yes.
unten ist er wieder ins Wasser. Oh, das war unfair. Da locken sie dich zur Zeitanzeige und dann zack, Wand im Hintergrund. Wir haben ja, glaube ich, im letzten Versuch die beste Score aufgestellt. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Buggy Boy für den C64. Morgen geht's mit dem nächsten Türchen weiter. Bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.